Interactive Entertainment. Revolution. In association with Dave Gibbons present. Das hat eben besser geklappt, aber egal. Beneath a steel sky, unter dem Stahlhimmel. Empfange ein Störsignal, Sir. Dann setz es außer Kraft, du Idiot. Zu spät. Aus dem Weg, du blöder Idiot! Worauf wartest du? Findet ihn! Sofort! Was wollen Sie? Ich suche nach einem Saboteur aus dem Gap. Er zerstörte einen Hubschrauber und ist jetzt auf der Flucht. Klingt ja gefährlich. Keine Sorge, der kommt nicht weit. Wir haben die Stromversorgung zum Fahrstuhl unterbrochen. Und das Wrack blockiert den Gehweg. Was, wenn er hier hereinkommt? Sie sind sicher. Wir haben Wachen postiert. Und Reich ist ganz besonders scharf darauf, ihn in die Finger zu kriegen. Reich, hä? Dieser Typ muss ja ganz schön wichtig sein. Ja, wir haben direkte Befehle von Link. Fasst ihn lebend, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Viel Glück. Diese Typen sind hinter mir her, aber warum? Die haben bereits mein Dorf und mein Volk auf dem Gewissen. Nun, Reich, wo du auch bist, dafür wirst du bezahlen. Muss clever sein, muss auch ihren Regeln spielen. Zuerst muss Joey wieder in Ordnung gebracht werden. Gut, hallo und da sind wir wieder. Ich bin die Rada und wir spielen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, diesmal Beneath the Steel Sky. Ein Point-and-Click-Adventure aus den 90er Jahren. Das... naja, offensichtlich in der Zukunft spielt. Wir spielen diesen Typen hier. Robert Foster. Ein Flüchtling aus dem Gap, dem australischen Outback. Die Welt von Beneath the Steel Sky ist außerhalb der Städte verseucht und so, und da wohnt halt der ganze Abschaum. Aus irgendeinem Grund wurde der Stamm, in dem Foster aufgewachsen ist, niedergemetzelt. Foster wurde in diesen Hubschrauber gezerrt und in diese Stadt gebracht, weil dieser Typ namens Reich ihn sehen will.
zur Vorgeschichte gibt es einen netten Comic. Ich werde ihn in die Links schreiben, sollte ich den finden. Dann fangen wir jetzt mal an. Gucken wir uns den Vorsprung mal an. Das könnte ich benutzen. Da ist Blut an der Wand, was sie wohl mit dem Vorsprung gemacht haben. Sieht ja nicht so aus, als ob das jemals benutzt wurde. Wenn wir lustig wären, könnten wir uns jetzt schon umbringen. Indem wir nämlich da unten zu dieser rauchenden Wache da laufen. Die ganze Zeit Kippen auf den Boden schmeißt. Ich will aber nicht sterben. Es gibt auch schönere Arten, als sich einfach erschießen zu lassen hier in dem Spiel. Fest verschlossen. Wie praktisch, wenn es brennen würde. Dieses Brecheisen ist stabil genug, um es als Hebel einzusetzen. Ja, das Lesen der Texte ist ein bisschen bescheuert, weil lila und hellgrau auf grauem Hintergrund jetzt nicht so gut zu erkennen sind. Ich werde gleich mal die Musik noch runterregeln müssen irgendwie. Erstmal machen wir die Tür auf. Wer ist da oben? Da geht's nicht weiter! Er muss gesprungen sein. Bis zur Bodenebene heruntergefallen. Puh. Glück gehabt. Das Symbol der Sicherheit. Das muss ihre Zentrale sein. Gut. Irgendwie konnte man dann hier auch mal ein Menü aufrufen. So. Das ist gut. Speichern wir erstmal. Und als nächstes regulieren wir mal die Lautstärke ein bisschen runter. Ne, die Geräusche lassen wir an. Wir könnten auch Sprachausgabe einschalten. Aber zum einen möchte ich es lieber vorlesen. Ich finde das einfach spaßiger. Zum anderen ist die Sprachausgabe nur im englischen Spiel und soweit ich mich erinnere, auch nur in der ersten Hälfte des Spiels enthalten. Und halt auch nur Englisch. Machen wir mal weiter. Ich weiß, sieht nicht aus. Ja, halt die Klappe, Foster. Ich hatte es gar nicht im Kopf, dass das Spiel so laut war. Hm. Autosave gab's auch. So, der Wachmann ist weg. Der glaubt ja, wir wären tot. Dann gehen wir uns mal hier in der Fabrik umgucken. Diese Stufen machen keinen sicheren Eindruck auf mich. Egal. Geh runter. Das pfeift und lärmt. Wie ein asthmatischer Dinosaurier in der Paarungszeit. Faszinierend, was Foster alles kennt. Hier ist Abfall. Schauen wir uns den Abfall mal an. Das ist eine Roboterhülle. Rostig, dürfte aber noch funktionieren. Er hat gar keine Hauptplatine. Ist ja egal, weil wir haben ja eine Platine dabei. Die Schaltkreise auf der Platine beinhalten Joeys individuelles Persönlichkeitsbild. Stecken wir das doch mal in den Roboter. Da bist du ja wieder, Joey.
Ist das die beste Hülle, die du finden konntest? Hör auf, hör zu, wir sind in großen Schwierigkeiten. Du degradierst mich zu einem Staubsauger! Sie ist ganz praktisch, sei nicht undankbar. Nun, ich weiß nicht, wo wir sind oder warum wir hierher gebracht wurden. Aber ich verlange ein paar Antworten. Ich habe deine komische Anzeige auf meinem Scanner. Wir befinden uns 120 Meter über dem Erdboden. Wir müssen einen Weg nach unten finden. Und diese Wachen müssen wir aus dem Weg gehen. Irgendwelche menschlichen Aktivitäten in der Nähe? Woher soll ich das wissen? Die Sensoren dieser Hülle sind unbrauchbar. Diese kleine Hülle steht dir, Joey. Als Maulfoster. Sie ist schrecklich. Besorg mir eine andere. Wegen dieser provisorischen Hülle, Joey. Ich will nicht darüber reden. Ich suche dir eine neue Hülle, versprochen. Das will ich hoffen. Fantastisch. Ich werde entführt. Bei einem Hubschrauberabsturz fast getötet. Von professionellen Schlägern gejagt. Und von einem beleidigten Roboter bestreikt. Was für Funktionen besitzt diese Hülle? Keine von irgendwelchem Nutzen, solange du jedenfalls keine Putzfrau brauchst. Ich habe hier ein integriertes Putz- und Poliermodul. Und eine ausfahrbare Sonde. Wir müssen aus dieser Stadt verschwinden. Können wir nicht einfach hier bleiben? Vermisst du gar nicht unser Zuhause? Das Gap? Und den ganzen Sand in meinen Leiterplatinen? Nein, wirklich nicht. Was ist unsere momentane Position? Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir so vor, als ob wir nicht in Kansas sind. Was? Vergiss es, Rob. Was ist das für ein Ort? Offenbar eine automatische Anlage. Das sehe ich auch. Für thermochemische Gewinnung von... Ist gut, Professor, ich weiß Bescheid. Ach, schon gut. Sehen wir uns mal weiter hier um. So eine Anzeigetafel. Diese Blinklichter sind ja fast hypnotisierend. Noch eine Anzeigetafel. Hübsche Lichter. Ein Schlüsselloch. Aber keine Spur von einem Schlüssel. Ich sehe keinen Grund, warum dieser Droide nicht arbeitet. Und ein Lift. Ein Lift zur unteren Ebene. Ups. Hey, was tust du? Wurden Sie nicht informiert? Routineinspektion. Nun, bleib von dem Lift weg. Dein Gewicht hat den Alarm ausgelöst. Und ich kann mich bei dem Lärm nicht konzentrieren. Das Recht der Alten und Senilen. Dieser Lift ist für leichte Maschinen gedacht. Und nicht für eine gemästete Bioform wie dich. Wo hast du diesen Roboter her? Hey, ich habe ihn gebaut. Schick, oder? Nicht schick, mein Sohn. Das ist Schrott.
erstmal hier um. Sind wir hier. Hör auf. Was tust du da? Verschwinde! Das ist mein Privateigentum. Das muss eine geheime Kombination geben. Ein Laser, der auf eine Drehbank zielt. Geil! Hochpräzise und extreme Power! Schon gut. Das sagt mir überhaupt nichts. Entschuldigung. Was jetzt? Wer trägt hier die Verantwortung? Ich nicht. Ich arbeite hier bloß. Hobbins ist mein Name. Wer hat hier das Sagen und wo kann ich ihn finden? Lamb müsste derjenige sein, den du suchst. Er ist der Aufseher. Ich verstehe. Und für wen arbeitet der? Für den Rat natürlich. Erzählen Sie mir mehr von diesem Rat. Der regiert die Stadt mit Hilfe von Link. Was ist das? Ein Computer. Er berät sie. Wie war es früher, bevor es Link gab? Ach, das waren Zeiten, mein Sohn. Wir hatten nicht die Probleme, die es heute gibt. Und wer baute den Computer? Was weiß ich, irgendwelche verrückten Wissenschaftler. Warum führt der Notausgang nirgendwo hin? Ach, du warst da oben? Das ist gefährlich. Das habe ich gesehen. Wenn du dir den Hals brichst, dann erwarte kein Mitleid von mir. Wo bin ich? Du befindest dich in der Recyclinganlage von Union City. Wie kommt man am besten aus der Stadt raus? Zuerst musst du auf die Bodenebene kommen. Du bist in der obersten Ebene vom Horstturm. Kann ich den Lift hier benutzen? Nein, das kannst du nicht. Er ist nicht für Menschen gemacht. Und nur nebenbei, er führt nach unten in den Hochofen. Wie komme ich dann auf die Bodenebene? Es führt den Fahrstuhl zum Gehweg. Natürlich kommst du da jetzt nicht ran. Wieso? Weil die Typen von Reich den Ausgang der Anlage bewachen. Warum funktioniert der Lift nicht? Er wird automatisch aktiviert vom Transporterroboter. Was stimmt mit dem Transporter nicht? Ja, der ist mal wieder im Eimer. Ist wahrscheinlich der Doppler-Ladungsinduzierer. Aber ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu reparieren. Was wollte die Sicherheit hier? Die suchen einen Saboteur. Hast du irgendetwas Verdächtiges bemerkt? Nur einen übereifrigen Sicherheitsmann. Ja, das könnte Reich sein. Besser, man geht ihm und seinen Schlägern aus dem Weg. Was ist das hier? Das ist meine Werkstatt. Gefällt sie dir? Sehr eindrucksvoll. Ein Symbol der entmenschlichten Gesellschaft. Eine vergebliche Bemühung gegen Entropie. Von wegen Symbol. Mein Hintern ist ein Symbol.
Das Einzige, was hier symbolisiert, das sind 30 Jahre mühsamer Schufterei. Woran arbeiten Sie? Es ist ein besonderer Auftrag. Eine Antriebswelle. Lärm braucht sie für die Rohrfabrik. Dann mache ich mal mit meiner Inspektion weiter. Tu das, mein Sohn. Habt ihr eben den kleinen Schraubenschlüssel gesehen? Dieses Sender, ignorieren wir das Sandwich, aber diesen Schraubenschlüssel will ich haben. Ja, geh drauf, Frosty. Ich hab dir gesagt, bleib von dem Lift weg! Dieser Alarm macht mich verrückt! Joey, steh nicht im Weg rum. Was tust du da? Verschwinde! Das ist Privateigentum. Schraubenschlüssel natürlich nicht gekriegt. Weil Joey ja im Weg stehen musste. Also nochmal auf den Lift. Ich will diesen Schraubenschlüssel haben. Ja. Nicht schon wieder. Du gehst mir auf die Nerven. Ich will das nur nochmal überprüfen. Pach, blöde Inspektoren. Schraubenschlüssel. Ich glaube ja nicht, dass man belegtes Brot brauchen. Scheint, als ob damit alles in Ordnung ist. Hey, Joey. Kannst du den Transporter in Gang setzen? Wie kannst du nur erwarten, dass ich das tue? Ich bin ein Putzroboter. Schon vergessen. Es ist der Knopfler Ladungsreduzierer, denke ich. In dem Fall müssten wir ihn lediglich kurz schließen. Das ist peinlich, Foster. Du wirst doch nicht zusehen, oder? Ich habe immer schon gewusst, dass du ein Spanner bist. Ach, komm schon, mach einfach. Es kommt. Da, wie war das für dich? Ja. Porno-Roboter. Und so. Okay. Sollten den Teil gleich beenden, aber erst nach dem Stück Hochofen. Ah, da kommt er schon wieder mit seinem Fass. Hobbins sollte sich ja freuen. Wir haben ihm die Arbeit abgenommen und seinen Roboter repariert. So. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass das leichter ist als ich. Ich meine, so schwer sieht Foster nun wirklich nicht aus. Oho, oho, eine Überwachungskamera. Das Ding da beobachtet mich. Wie schön, dass ich so fotogen bin.
Ein Ofen. Was wohl da drin gebacken wird? Da lasse ich meine Hände von weg. Hui, und da kommt mein kleiner Roboter wieder. Der hat sogar eine Art Ventilator. Hier wird anscheinend Schrott eingeschmolzen. Hast du mich deswegen hergebracht? Keine Angst, Kleiner. Wir nehmen hier einen Schrott von allererster Qualität. Aber du hast mir gar nicht erzählt, dass du fliegen kannst. Ich wusste es selber nicht, dass ich es konnte. Glaubst du, der Weg führt nach draußen? Durch den Schmelzofen? Dafür rechne ich nicht unsere Chancen aus. Wenn du nicht vernünftig sein kannst, sei ruhig. Ich glaube, wir werden beobachtet. Ich glaube, sie halten dich für jemand Besonderen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Ach, schon gut. So, wir speichern jetzt mal. Und schauen wir uns mal das Schloss und die Tür an. Keine Knöpfe, nur ein dünner Schlitz. Das muss der Weg nach draußen sein. Ich habe nichts, das passt. Da braucht man eine Spezialkarte. Der Roboter steht auch immer im Weg. Viel zu hoch, um da ranzukommen. Kannst du die Tür öffnen? Ich versuche es. Keine plötzlichen Bewegungen, Overman! Los, rüber zum Schmelzofen! Sie sind wahrscheinlich Offizier Reich, stimmt's? Sie irren sich, ich bin nicht Overman! Wow! Link, wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Was zur Hölle geht hier vor? Reich scheint das ziemlich mitgenommen zu haben. Aber er hat mir zwei Hinweise gegeben. Overman und Link. Das sind böse Überwachungskameras. Das sind wirklich böse Überwachungskameras. Die können auf einen schießen. Gegrillt. Ich würde nie wieder Kebab essen. Flattern wir mal. Er hatte eine Ausweiskarte bei sich. Die Karte könnte nützlich sein. Und die Sonnenbrille werde ich auch mitnehmen. Diese Plastik-Sonnenbrille ist schäbig und kaputt. Auf der Plastikkarte ist das Logo der Sicherheit. Dieses Werkzeug ist ein Standard 30 mm Schraubenschlüssel. Und wir verlassen jetzt das Gebäude. Wir sind auf dem Weg in die Wolken, Joey. Wir müssen einen Weg zum Erdboden finden. Gut. Das war's für diesen Teil und wir sehen uns beim nächsten wieder.